Danny, das war ein sehr aufregendes Spiel, das war ein sehr spannendes Spiel, das war ein Spiel, in dem ihr in der ersten Halbzeit 3 Tore geschossen habt, aber der Eichholzer SV war durchaus auch vorhanden in der ersten Halbzeit schon, von daher ist das Unentschieden in Ordnung. Also ich glaube schon, dass es unter dem Strich sicherlich ein gerechtes Ergebnis ist, das muss man sagen. Natürlich ist es so, wenn du zur Halbzeit 3-0 führst, willst du das Ding nach Hause bringen, das ist doch ganz klar. Und deshalb sind wir auch überhaupt nicht zufrieden, dass wir nur quasi einen Punkt hier mitnehmen. Natürlich ist es auch immer so, man hat es gestern Abend gerade gesehen bei Schalke, manchmal oder oft verlierst du solche Spiele dann auch noch. Und auch das wäre möglich gewesen. Von daher muss man sicherlich auf der einen Seite auch oder auf der anderen Seite eben glücklich mit dem Punkt auch sein. Trotzdem ging es ja hin und her auch in der zweiten Halbzeit. Auch wir hatten unsere Möglichkeiten und hätte auch auf unsere Seite kippen können am Ende. So dass es sicherlich für die Zuschauer ein super interessantes Spiel war. Und gut, wir sind enttäuscht, aber den Punkt nehmen wir trotzdem gerne mit. Sebastian, erstmal als Zuschauer ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr uns wirklich ein spannendes Spiel geboten habt, in dem ihr eigentlich nicht viel ausgelassen habt. Ja, da war, glaube ich, heute tatsächlich alles dabei. Wir waren in der Halbzeitpause tatsächlich kurz ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir, wie ich fand, einen sehr, sehr guten Start hatten zwei dicke Chancen zum 1-0, lassen dann leider viel zu einfach die Gegentore auch zu. In unseren Augen darf das zweite Tor so auch nicht fallen, weil vorab in meinen Augen ein klares Handspiel vorliegt, was der Schiedsrichter aber dann nicht pfeift. So ist leider Fußball. Gehen dann mit dem 0-3 in die Halbzeit und wie gesagt, es war in der Kabine Totenstille. Wir Trainer haben dann irgendwann das Wort ergriffen und haben auch ein bisschen an die Ehre der Spieler appelliert. Und das hat gegriffen. Das ist schön zu sehen tatsächlich. Und ich bin sehr, sehr am Ende jetzt tatsächlich sehr, sehr glücklich mit dem Punkt, weil wir gegen Ratzeburg gespielt haben. Ratzeburg gehört für mich zu den Top 5 der Liga. Wir eigentlich auch. Wir stehen da momentan nur leider nicht. Wir haben aber in der zweiten Halbzeit gezeigt, warum wir da oben reingehören. Die Mannschaft hat gekämpft, die Mannschaft hat auch Fußball gespielt. Wir haben Tore geschossen und haben uns am Ende mit diesem einen Punkt dann auch belohnt. 3 wären auch des Guten zu viel gewesen. Für mich ein überragender Mann auf dem Spielfeld, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, Luis Fied, der mit seiner Geschwindigkeit wirklich eine Abwehr alleine schon ganz schön durcheinander bringen kann. Ja, entwickelt sich immer weiter, wird immer besser. Auch die Mitnahme oder erste Kontakt dann in Richtung Strafraum, das macht er immer besser. Und deshalb ist natürlich brandgefährlich mit seiner Schnelligkeit und als Vorlagengeber für uns super, super wichtig. Hat er heute auch wieder gezeigt. Und ich hoffe, er wird noch ein Stück besser. Ihr habt hier auch ein richtiges Schmuckkästchen hingestellt. Also diesen Rasenplatz. An diesen Rasenplatz erinnere ich mich einerseits so vor 35 Jahren, wo hier richtig große Fußballzeiten gefeiert wurden, Oberliga und so. Und dann eben halt an Zeiten, in denen das hier eher traurig aussah. Und jetzt sieht das richtig top aus. Wie habt ihr das geschafft? In Eigenleistung tatsächlich. Und das macht mich, nicht nur mich, sondern den ganzen Verein, macht das sehr, sehr stolz, was wir hier in den letzten 6 Monaten geschaffen haben. Das ist hier innerhalb von 6 Wochen, viele Mannschaften kennen das aus den letzten Jahren, ist das wirklich von einem Kartoffelacker, wie man so schön sagt, wieder zu einem absolut respektablen Landesliga-Rasen geworden. Sicherlich hat er hier und da noch mal ein paar Macken, aber auch da sind wir weiterhin dran. Wir sind noch nicht am Ende der Reise, wir wollen da noch weitermachen. Und wir sind da, wie gesagt, sehr, sehr stolz drauf, was wir hier geleistet haben, weil es alles in Eigenleistung, in Manpower aus dem Verein, Dutzende Leute dran beteiligt, die hier immer wieder helfen. Wir haben ja etliche Tonnen Sand draufgebracht, den Rasen, ja, alles gemacht, was man sich nur vorstellen kann. Sind wir sehr stolz drauf. Hast du eine Pulsuhr am Handgelenk und hast vielleicht mal gecheckt, wie das so in den letzten 10 Minuten mit deinem Blutdruck war? Nee, das habe ich tatsächlich nicht, aber es war sehr aufregend, das muss man sagen. Auch einige Schiedsrichterentscheidungen waren zu diskutieren von beiden Seiten und das hat sich dann übrigens dazu. Aber insgesamt muss man sagen, es ist ja für Zuschauer ein tolles Spiel gewesen, hin und her. Und da war richtig Action und Alarm und von daher war das für alle Beteiligten toll. Wir hätten natürlich gerne gewonnen, aber den Punkt nehmen wir trotzdem gerne mit. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Super, dass das so funktioniert. Eigentlich haben der Eichholzer SV und der Ratzeburger SV ein ziemliches Top-Verhältnis miteinander. Ich habe gehört, sogar die Abschlussfahrt nach Mallorca hat irgendwie zusammen stattgefunden. Aber für 90 Minuten ist dann erstmal Schluss damit. Ja, aber so soll es ja auch sein. Also so kenne ich das, so kennt das eigentlich jeder Fußballer. Die Jungs, die verstehen sich alle sehr, sehr gut. Es ist tatsächlich nicht gemacht worden, sondern es ist geplant für nach der Saison, dass die Mannschaften, auch die beiden zweiten Mannschaften, gemeinsam dann nach Mallorca fliegen zur Abschlussfahrt. Das ist jetzt aber noch weit hin. Aber genau so kenne ich das und so sollte das auch sein. Man kann sich vor dem Spiel und nach dem Spiel in den Arm nehmen, aber hier ist dann halt 90 Minuten Krieg.